Moment ist schlichtweg, dass Elke und Bernd beschlossen haben, das wieder zu machen. Davon habe ich telefonisch erfahren. Und dann haben wir gedacht, naja, dann nehmen wir doch gleich den Tag des Schreiners. Und dann hat die Elke zugesagt, dann hat der Bernd zugesagt und dann hat Annette und Benjamin zugesagt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Du kannst nicht schneiden und halbieren. Ich glaube, das erste Mal, wo ich es nach Leiterfeld wieder probiert habe, mache ich es dann gleich so halbieren. Dann machen wir halt Ringe davon. Das war jetzt aber falsch. Jetzt kommt wieder diese wunderbare geheimnisvolle magische. Ja. Das war sie noch nicht drauf. So, voilà. Ich wollte hier ein Rotwein. Wenn ich die Viecher zerlege und dann portioniere ich es. Das heißt, ich mach die Beute so, ich krieg's im Prinzip vom, das ist das Hutanger drin, da habe ich einfach eine Wanne und da kommen die großen Stücke. Und mit denen ist es jetzt natürlich relativ schwierig umzugehen, weil wenn die unterwegs zu zweit was essen, dann ist natürlich so ein ganzes Rindvieh ein bisschen viel. Das packe ich, ich portioniere es, ich nehme es auseinander, ich mache aus den Resten natürlich einen Fond, wie das der auch gerade gezeigt hat. Aber ich gebe jetzt in diese Beutel, das kann man bei mir im Blog dann auch jeweils nachlesen, gebe ich auch Flüssigkeiten rein. Schaut ein bisschen nach Rotwein aus. Ja, das ist Langpfeffer, Wacholder. Das ist Nietzsche. Ich liebe Nietzsche. Ich würde mir die Sachen rein, die ich mag, und lasse die Sachen weg, die ich nicht mag. Jetzt haben wir 24 Stunden das hier gegart. Und das Entscheidende beim Sous-Vide-Garen ist immer der Unterschied, dass ich hier das komplett gleichmäßig habe. Das ist auch diese galantartigen Teile, die eben nach diesen 24 Stunden trotzdem auch ganz gut essbar sind. Schulter, ja. Also wirklich vergleichsweise banales Zeug. Also, das habe ich gestern Mittag rein, genau. Bei 56 Grad, ja. Wenn ich das Fleisch jetzt im Ganzen bekomme, also das Reh in der Schüssel oder sonst was, dann brauche ich auch nur einen Beutel. Und halt für die Portionen zwar, aber das macht ihr beim Einfrieren genauso. Und ich habe es jetzt ins Labor geschickt, weil unsere Brüder natürlich so kritisch sind. Auch wieder so ein Stück. Ah, lecker. Ich habe es ins Labor geschickt und wir können nachweisen, dass keine Weichmacher reingegeben worden sind. Ich habe sie jetzt erst einmal da so schräg reinschneiden.
Also hinten so 3-4 mm einschneiden. Dann drehe ihn rum, gebe der Pfanne den Bauchlappen ein bisschen hoch und fahre jetzt da oben über der Grete. Ne? Da fahre ich jetzt rein. Ich schneide jetzt konsequent immer so wieder mit Handauflegung. Das hilft nicht nur hier, sondern das hilft auch hier. Und man schmeckt, also ich bin ja noch in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen und da waren wir mit Lebensmittel viel Spaß und das wird ja doch großzügig weggeschmeckt. Ja, damit es euch besser schmeckt, aber wir schmeißen ja nichts weg, da was haben wir eine Soße. Das Stege ist das Geheimnis. Ja. Das ist ja genau euer Küchensohn. Das heißt, ihr habt danach den Induktionsbock mit. Genau. So wie sie da steht, kommt sie zu. Ja, also, vor Rebschuhe geht hier auch. Oder muss es ein Bildphase sein? Ich liebe meinen Mann und ich zupfe alles für ihn, was er macht. Ja. Zupf jetzt da. So, das dreht hier ein Bonbon. Rösti. Mit meinem Backen. Wirklich andrücken, ne? Okay, wollte ich einmal Musik schicken. Was ist Marco? Marco ist japanisches Panier. Das war's bei Tempo da draußen verwendet. Das würde wegen anders machen, bei uns nicht nur die alten Terminalen. Und die reiben es zwischen Toastbrot und auch wenn es dann in Rohr. Die fachlichen Dinge in Japanisch sagen, würden die Ukrainer jetzt formuliert in der Farbe. So, jetzt natürlich die Leute, die mit Pfanne arbeiten. Der Bernhard hat noch ein Wein. Ja, ich glaube, ein Rot, ein Weiß und ein Rosé. Das ist jetzt. Warte mal, da müssen wir schauen, ob wir noch Gläser hier. So Leute, gib was zu essen. Einfach ein bisschen. Das ist schon.
Dann sieht es wahrscheinlich nur noch da.